Hallo zusammen, ja zur nächsten Mod vorstellen. Ja, wir hatten ja gerade noch eine Map, jetzt haben wir eine Mod. Wenn du noch mehr Mods und Maps sehen wollt, guckt einfach auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es immer mal wieder was zum Angucken. Relativ viel momentan, ich nehme relativ viel gerade auf. Aber wir sind jetzt hier auf jeden Fall mal bei diesem Fiat. Der Fiat Gari 90er Serie. Kleiner Traktor. Ja gut, so klein ist er jetzt auch nicht. Ist bei der kleinen Traktor auf jeden Fall zu finden. Größe 61 Megabyte, 115 PS, Fiat Tagri 140-90. Felgenfarbe ist änderbar. Er fährt übrigens 43 km/h in unserem Rennen. Man kann es hier umändern, Felgenfarbe, wie ihr es haben wollt. Ein paar Farben gibt es. Wir lassen es einfach mal so. Es gibt einen High-Filter, es gibt einen kleiner Filter, es gibt Nummern und ja, mehr oder weniger, es gibt bloß die zwei. Und Motorausführung 115, 19, 90, 130, 90, 140, 90 und dann wieder 115, 90 mit 115 PS, dann haben wir 130 PS, 140 PS und wieder mit 115 PS. So, genau. Gut, kaufen wir uns mal. Gucken wir mal uns den kleinen an. Wie gesagt, so klein ist er ja nicht. So sieht er aus. Wie gesagt, bei mir gibt es ja bloß kurz vorgestellt, nicht sehr detailgetreu und so. Viele warten ja nur auf den Sound, um den Sound zu hören. Also mir ging es zumindest so. So, dann hupfen wir mal in die Kiste rein. Wie sieht es innen drin aus? Ganz normal, man kann normalerweise nichts tun. Hier. So sieht es momentan aus. Einfach praktisch. Man kann nicht viel falsch machen, denke ich mir mal. Eine Hupe hat er auch. Eine Standardhupe. Machen wir das mal aus. Machen das auch mal aus und starten den Motor. Das scheint ja auch wieder ein interessant zu sein. So, hier sind die Kabel drin im System, das passt im Traktor. Die Hebefunktion passt auch soweit, geht nicht durch den Traktorzeug, sieht gut aus. Gucken wir das Ganze mal noch mit dem Anhänger an. Frag mich jetzt nur, ob es denn auch als, vor allem die Schornsteinkombination, den Auspuff, habe ich so auch noch nicht bei dem Traktor bis jetzt gesehen. So, gucken wir mal, wie es hier aussieht. Kabel stecken nicht drin diesmal. Die hängen hier nur so rum. Schade. Sollenstück angeschlossen. Okay. Füße bleiben stehen. Da passiert gar nichts. Dafür passiert was am Lenkrad. Er packt das Lenkrad schön an. Okay. Ich denke, man kann in der Kurve ihn auch umschmeißen, wie es aussieht. So. Da sind wir. Da bleibt doch mal stehen. Genau, so sieht er aus praktisch. Okay, jetzt gucken wir mal in die Nacht rein. Gucken wir mal, wie er sich da verhält. Was für Lichtchen hier funktionieren und welche nicht. Also wenn es der Motor aus ist, sieht man nur die zwei Lichtchen hier. Motor an. Man sieht hier nur die zwei Lichtchen, mehr sieht man nicht. Bei Licht 1 anmachen passiert gar nichts. Hallo? So viel zum Thema. Lichter hat er wohl keine. Licht funktioniert bei mir definitiv nicht. Schade. Es sind nur die zwei grünen Lichtchen zu sehen, aber mehr nicht. Blinker funktioniert allerdings auch nicht bei mir. Weder Warnblinker noch irgendwas. Schade. Okay, dann müssen wir uns wieder in die Helligkeit begeben, weil, wie gesagt, Lampen funktionieren nicht. Das muss noch gefixt werden. Die Zeiger vorne tun auch nicht. Okay. Lenkrad, wie gesagt, funktioniert.
Ich denke auch, wenn man scharf in die Kurve geht, kann man ihn auch umschmeißen. Na, seht ihr's? Ja, es ist durchaus machbar, ihn umzuschmeißen. Bremsen sind ein bisschen langsam, das macht aber nichts aus, ist nicht weiter schlimm. Für Fahren tut er sich richtig gut. Ja, gucken wir mal noch in die Lok rein. Hier hat er Aeros drin, Warlings drin. Genau. Da oben haben wir auch Fail Lightling, Lightheitung. Da ist auch ein Fehler drin bezüglich dem Licht, das haben wir ja schon gesagt. Errors, Warnings, hier sind sehr, sehr viele Error und Warnings drin. Da fällt auf jeden Fall irgendwo was. Würde ich sagen, ich kenne mich da nicht hundertprozentig aus. Trotzdem muss ich sagen, er ist schon mal nicht schlecht. Er fährt sich, wie gesagt, gut. Der Sound ist schön. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Link wieder in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen, gebt mir ein Däumchen und ein Abo. Und dann sieht man sich zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Und tschüss.